Also hier schon mal ein herzliches Grüß Gott und einen schönen Abend, liebe Mitglieder. Ich bin jetzt einigermaßen überrascht, dass ich als Erster sprechen darf, weil ich habe meine Rede darauf ausgelegt, dass ich nicht alles nachmache. Deswegen, lieber Josef, musst du leider selber mitschreiben. Ich habe keine Rede vorbereitet für dich. Dass du das einfach abschreiben kannst. Ja, zu meiner Person, wer mich noch nicht kennt, es sind noch einige da, die ich kenne, aber es sind auch einige da, die kenne ich noch nicht persönlich. Ich bin ein Vierling, bin 42 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Das eine studiert noch in Stuttgart, das andere ist jetzt gerade fertig mit Studieren und ich wurde jetzt eben vor kurzem von meiner Tochter Opa. Ich bin beruflich Landwirt und Garten- und Landschaftspfleger. Habe den Agrarbetriebswirt in Rottal-Münster abgeschlossen. Habe Garten- und Landschaftspfleger als zweitbester Süddeutschlands abgeschlossen. Wurde damit auch den Meisterpreis genannt in München. Führe seit 30 Jahren, über 30 Jahren, einen eigenen Betrieb und seit 20 Jahren jetzt schon einen Garten- und Landschaftspflegebetrieb. Bin erster Vorsitzender des Heidelbergs, bin zweiter Vorsitzender und geschäftsführender Vorstand des Maschinenrings mit einem Jahresumsatz von knapp 3 Millionen. War jahrelang sportlich aktiv, 25 Jahre selbst Handball gespielt, 18 Jahre. Jugendtrainer des Handballclubs. Also ich bin in vielen Vereinen sehr viel unterwegs. Ja, das war mal zu meiner Person, zu meiner Persönlichkeit. Meine Ziele für den OB, für die OB-Kandidatur, möchte ich Sie mal mit auf eine gedankliche Wanderung durch Weiden nehmen. Beginnend natürlich bei mir im Ortsteil, in der Leuchtenberger Straße. Und von da aus gehen wir dann Richtung Rathaus, am Klinikum vorbei, an den Schulen vorbei. Und natürlich schwenken wir mal einen kurzen Abschnitt auch in die anderen Ortsteile. Aber mal angefangen jetzt bei uns im Weiten Osten. Wenn ich also die Leuchtenberger Straße entlang gehe, fällt jedem auf, wer kennt mich nicht den alten Festplatz. Daneben natürlich unsere OTH, auf die wir sehr stolz sind. Die haben wir wahrscheinlich in ein paar Jahren schon wieder auf den Nebenplatz und deswegen mein Gedanke zu dem Festplatz. Die Stadt Weiden wird unerwartbar, wird die irgendwann an diesem Festplatz wieder rankommen müssen. Den letzten Bürgermeister gelang es leider nicht, diesen Festplatz in beider Hand zu halten, ohne ihn gar nicht schaffen zu können. Es wird eine Aufgabe sein, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen, dringend, und für die ich mich auch besonders einsetzen möchte. Das ist natürlich auch mein Ortsteil. Und jetzt, wenn ich jeden Tag am alten Festplatz vorbeifahre, dann ist es schon fast ein Biotop. Gut, man könnte es auch in diesem Sinne nutzen, als Ausgleichsfläche, es sind schon überall Pionierpflanzen drin. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen entweder das wieder gescheit genutzt bekommen, nicht als Festplatz, da haben wir einen neuen jetzt, aber für die OTH oder andere Nutzungen, zum Beispiel für die Start-ups-Firmen, dass man da wieder was entwickeln kann. Sicherlich wird das auch keine billige Sache, das ist mir klar, und wir wissen auch, dass Altlasten unten drin sind, aber wir müssen uns irgendwann um diesen Platz kümmern. Das bleibt uns, das ist im Kern unserer Stadt und es wird immer näher kommen, die Stadt wird immer näher außenrum und wir können den Platz auf jeden Fall nicht zulassen. Weiter gehe ich dann Richtung Friedrich-Eber-Straße, vorbei an der Grundschule, von der Gartner zur Schule, dann zum Kettler-Gymnasium und dann bin ich schon bei den Schulen. Die Schulen in Weiden sind, wir sind ein Schulstandort, wir sind ein Bildungsstandort. Dass dieses aber so bleibt, müssen wir uns auch unsere Schulen tun. Die letzten Jahre wurde leider viel zu wenig daran getan. Wir haben viel von der CSU versucht anzustoßen. Da möchte ich also auch mal meinen Stadtratskollegen danken, die überall mit Ideen einbringen, weil es ist keine Mangelschule da drin im Stadtrat, sondern es ist eine Teamarbeit, wo jeder was einbringt. Ich möchte nur noch einen Pauschalsgang, den er jedes Jahr im Haushalt auf Vordermann bringt, den wir mit retten und auch seine Kollegen, den Dagmar Nachtigall und jetzt auch der Markus Bollmann. Das nächste ist natürlich, wenn es um Bau geht, da ist ganz sicher auch
Unser Wahlausschuss führend, den Koryphäe in diesem Fall, ist der Olaf Lukas. Den möchten wir nicht vergessen in Zukunft. Und auch die, die sonst noch im Wahlausschuss sind. Verkehr möchte ich nennen von den Hans Blum und auch den Hans Forster, der sich stark um die Raumfahrer kümmert. Und das ist nicht ganz unwichtig hier in Leiden. Auch was das Klimawandel und die Energiewende anbelangt. Herausforderungen werden immer wichtiger und dafür müssen wir uns auch Sorgen machen. Die Schule ist natürlich ein großes Problem. Bildung macht nur dann Spaß, wenn man sich auch in diesen Gebäuden, wo wir sind, wohlfühlt. Nur dann kann ich das Optimale aus den Schülern herausholen. Wir wollen ja das, dass jeder das Optimale aus ihm rausholt. Es ist nicht jetzt gesagt, dass nicht jeder Abitur macht, es muss nicht jeder mit der Reife machen. Aber es sollte eher zumindest einen Schulabschluss schaffen und das in einem möglichst angenehmen Umfeld. Und dafür ist die Stadt zuständig, dass sie sich dafür sorgt. Und unsere Gebäude sind zwar schon dabei, an vielen Gebäuden, zum Beispiel in Hessen, unsere Schule ist jetzt die Gymnasiumierung angestrebt und vom Kellergymnasium ist die Planung momentan in Auftrag gegeben. Aber das dauert was. Wir müssen schauen, dass alles etwas runtergeht. Das nächste ist, wenn ich dann weitergehe Richtung Schwerplatz, dann kann ich, wenn ich nach rechts abbiege, in den letzten Zeit auch viel in der Zeitung zu lesen, ans Klinikum. Unser Gesundheitswesen in Leiden ist spitze, sage ich jetzt mal. Und leider wird unser Klinikum immer schlechter geregelt, als es ist. Ich finde, dass wir im Klinikum Leiden oder insgesamt das ganze Klinikum AG ein super Team haben, die sich aufopfern da drinnen und es wird immer von anderen selbst. Da muss ich jetzt mal meine Stadtratskollegen nicht erzählen, sondern wir haben es positiv erlebt. Wir machen das eigene Klinikum und den Aufsichtsrat schlecht. Und das, wer mal in Leiden im Klinikum war, weiß, dass es nicht so ist. Ich möchte auch mal einfach mal einen Haken setzen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns in Zukunft ums Klinikum kümmern. Wir wissen genau, dass sie miese machen. Wir wissen auch genau, dass Leiden nicht die schlechtesten sind, trotz allem. Wir wissen aber auch, dass wir in Zukunft mit neuen Sachen umgehen müssen, mit neuen Vorgaben umgehen müssen und dass es immer schwieriger wird, schwarze Zahlen zu schreiben. Und da müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen, und da macht sich die CSU schon längst Gedanken darüber, endlich mal einen ständigen Zuschuss zu geben, damit die Klinik nicht jedes Jahr fürchten müssen, in Not zu kommen, in finanzielle Not zu kommen. Das ist eins, was wir uns ganz, ganz schnell und bald kümmern müssen. Wir sind zurzeit am Stadtrat schon dabei, dass man es zumindest für die kurzzeitig löst, aber langzeitig müssen wir uns andere Gedanken machen. Und da müssen wir auch unsere Nachbarn, Tischnell und Neustadt, ganz stark mit einbringen. Und die wird es nicht geben, weil Leiden alleine kann sich das nicht lassen. Dann gehe ich mal weiter. Da komme ich schon langsam Richtung Rathaus. Im Rathaus regiert zurzeit ein OP-Kandidat, ein OP, Entschuldigung, nicht Kandidat, ein OP, der nicht viel falsch gemacht hat. Das möchte man ihm nicht aufstellen. Aber er hat die letzte Zeit versäumt, sich um sein Personal zu kümmern. War es zeitlich vielleicht sein, war es sein, weil er überdelegiert. Ich bin der Meinung, ein OB ist der erste Ansprechpartner für sein Personal. Er ist der Chef dieser Abteilung. Und 60 Krankheitstage durchschnittlich im Personal sind in Leiden, im Stadt, im Rathaus, ist kein Pappenschild. Das ist ein Spiel derer, wie sich die Leute da drin wohlfühlen. Das heißt, sie fühlen sich nicht wohl. Und wenn man hört, der hat nicht mal Zeit, dass er Probleme selbst in der Hand... Entschuldigung, jetzt bitte ausdrücken. Er hat nicht mal Zeit, dass er die Probleme der Leute anhört, sondern er delegiert es weiter zum Personalchef. Der delegiert es weiter zu seinem Dezernatschef, oder zu seinem Vorgesetzten, ja, aber wenn jetzt der genau mit dem Vorgesetzten ein Problem hat, zu wem soll er denn dann gehen, dann wäre dafür der OP zuständig. Und kein anderer. Das nächste ist genau, wir haben jetzt gerade über
Kosten gesprochen, was die Gildenkosten, was die Grundschulkosten, was die ganzen Schulkosten, die Sanierung des Rathauses kostet und irgendwie muss man das Ganze ja finanzieren. Wir haben einen Gesamteinsatz von 170 Millionen und haben die Gewerbesteuereinnahmen von 23 Millionen und genau das ist der Haken. Wir haben eigentlich für das, was wir zu leisten in dieser Stadt, zu wenig Geld. Und wenn wir nicht die Stabilisierungshilfen des Freistaates bekommen würden, wären wir pleite, muss man ganz einfach sagen. Oder wir würden vieles, vieles nicht erfüllen können, was wir die letzte Zeit noch an freiwilligen Leistungen erfüllen konnten. Um das weiter zu steigern, ist natürlich eine anschauliche eine Idee, da wir vorher zum alles Lukas auch. Ein neues Gewerbegebiet in Weidenwest-Pier, das jetzt seit ich dabei bin, ich weiß noch die Idee, wie sie aufkam, 10 Jahre, und seit 3 oder 4 Jahren eben die intensive über Weidenwest-Pier. Und vor uns geht praktisch nichts. Und das muss sich ändern. Und zwar schnell ändern. Es kann nicht sein, dass wir jetzt entscheiden, dass wir in eine Planung gehen oder mit einem Schätzpreis von 100 Euro. Man kann schon sagen, es gibt Firmen, die das vielleicht zahlen können, 100 Euro. Wenn ich dann höre, auch aus unserer Fraktion, 100 Euro ist doch für Firmen, die für 5, 6 Millionen investieren, kein Kontaktstück, aber kostet das Grundstück, das Ganze, 100.000 Euro, das ist nichts für die, wenn es ein Kurz ist. Wenn es ein Kurz ist, mehr. Aber das ist ja für die nichts. Aber wir haben auch viele mittelständische Unternehmen, die aus beiden abkommen, weil sie in beiden kein Grundstück finden. Und genau um diese mittelständischen Unternehmen mache ich mir Sorgen. Die will ich in Weiden halten, die sind die, die uns das Geld bringen, die uns die Wirtschaft flott halten. Und um die müssen wir uns kümmern und nicht um Firmen, die vielleicht aus München kommen, die dann ihren Hauptsitz in München haben und nicht keine Gewerbesteuer in Weiden zahlen. Aber wer ist der erste Wirtschaftsführer? Und dann bin ich auch mal meinen Kollegen Wolfgang Pasch in den Mund, der sagt, der erste Wirtschaftsführer ist und bleibt der WB. Der muss sich kümmern darum, wenn Firmen nach Weiden kommen oder wenn Firmen erweitert werden, dass man den EVP an die Hand nimmt, durchs Weiden Dschungel führt und dann denen hilft, Wald bauen zu können. Das nächste ist, ich weiß nicht, wie lange bin ich jetzt schon? 13 Minuten. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal aus dem Rathaus raus. Ich kann mir nichts dafür. Ich kann mir weiter weghaben. Geht's besser? Ja. Okay. Gehen wir mal wieder aus dem Walter Rathaus raus und dann gehen wir genau vor das Walter Rathaus. Ein Riesenplatz. Der wird als Parkplatz genutzt wird. Im Weidner Zentrum ein Sahnestück, das sich jeder leisten will. Und wir haben jetzt momentan noch als Parkplatz. Ich weiß, wir haben in der Klausur viele Ideen entwickelt, was wir aus diesem Platz machen. Leider wurde noch nichts daraus. Das ist eigentlich so, okay, das ist das Zentrum von Weidner. Jeder, der auf Weidner rein, wird auf einen geklärten Parkplatz. Weiß markiert, rot umrandet, mit Feuer. Schön ist das nicht. Schön ist was anderes. Und das ist das Herz von Bayern. Also da muss unbedingt was geschehen, da muss man was tun, da muss man anschieben. Das sind ja Ideen da. Man muss sich das endlich einmal versuchen zu entwickeln oder zu verwirklichen. Und dafür würde ich mich wirklich einsetzen. Das nächste ist, wenn wir schon in der Altstadt sind oder in Weiden sind, ich bin schon wieder zum Nachbarn, Entschuldigung. Wenn wir schon wieder in Weiden sind, in der Altstadt sind, was für unsere Jugend ganz, ganz wichtig ist, auch für mich als alter Mann. Ich fahre nach Hamburg in ein Kino. In Weiden haben wir kein Kino mehr. Keines, das vergleichbar wäre wie mit Hamburg oder der Geil. Wir haben sicher noch Kinos, die nicht schlecht sind. Ein Kino haben wir, und wir haben ein Kino. Die nicht schlecht sind, die aber nicht
noch mehr von den Jugendfrauen gekommen werden, ihr seid es nicht. Und deswegen müssen wir unbedingt vorgebracht, dass in Bayern wieder ein Kino kommt. Viele Vorschläge kommen im Außenbereich, im Innenbereich, ganz tolle Ideen. Es wäre zum Beispiel mal eine Vorschläge, die vielleicht auch den neuen Stadtplatz vorbereitet haben. Aber das ist eine Sache, es liegt noch gut zu tun. Ich hoffe nicht, Ihnen zu fehlen. Ja, was für mich natürlich als alter Vereinsmeierin, würde ich auch mal sagen, wichtig ist, ist die Unterstützung unserer Vereine. Die mussten in den letzten Jahren wirklich durch unsere Konsolidierung viel, viel leiden. Denen geht es nicht gut. Denen geht es auch nicht einfach, für die ist auch nicht einfach, hier bleiben, sich zu erhalten. Sowohl Sportvereine als auch Kulturvereine. Und was ist denn, was wird denn bleiben ohne ihre Vereine? Das ist doch unsere Zukunft. Das ist doch das, was Weiden, den Flair von Weiden ausmacht. Kultur und Sport. Genau das muss man erhalten und möchte ich erhalten. Ein Wichtiges, was mir in letzter Zeit immer wieder furchtbar aufgestoßen ist. Wir haben endlich mal wieder ein paar junge Leute durch die OTH in Weiden, die wohnen auch hier leicht in Weiden bleiben. Und dann feiern Sie mal ein Fest. Ein Fest. Das wird dann von einer Person magig gemacht. Ich wohne 200 Meter weg von der OTH. Und wir mal mitkriegen, dass der Fest kommt. Also da muss man schon mit Hörern draußen stehen, im Rebühl, um zu lernen und zu hören, dass an der OTH draußen ein Fest ist. Wenn der Wind richtig steht, hören wir auch die Musik des Festes, des neuen Festplatzes bei uns in Weiden Osten. Das ist aber noch kein Problem. Wenn ich schlafen will, mache ich das Fenster zu und wirklich, da brauche ich nicht nur lang diskutieren und das in der Zeitung bringen. Ja, ich habe jetzt erst schon über 20 Minuten zum Laufen. Jetzt merke ich, dass 20 Minuten eigentlich für die Stadt Weiden und zur Vorstellung für die Kollegen viel zu kurz ist. Ich möchte aber bloß einmal nur sagen, was ich mir unter einer OB vorstelle. Und dann ich mit meinem noch nicht Vorgänger oder einem unserer Altbürgermeister mal zu als Vorbild in Hans Schöpf. Der Hans Schöpf war ein Mann, so lernte ich ihn kennen. Und so, deswegen ging ich auch zur Politik. Ich lernte ihn kennen als ein integrer Mann, der alles, was er sagte, hielt. Der sein Wort galt. Das hieß nicht heute so, morgen so, sondern der Hans Schöpf, sie hieß, sagte, wir machen das so, dann macht ihr das so. Genau dies möchte ich Ihnen zuvorkommen. Ja, danke, Heiner. Mir ist es genauso gegangen, wie du mir gesagt hast, fast 20 Minuten. Habe ich auch gedacht, wenn die Leute nicht zuhören, 20 Minuten ist viel zu lang, weil es war ein schöner Abend, aber hat der Benni in der Langzeit gesagt, dass er 20 Minuten gehören schon dazu. Wir haben gesehen, wie schnell die vergehen. Bevor ich dich auf die Mikrofon bitte, Benni, möchte mich noch bedanken bei dem Hartmut Brenner, den habe ich völlig vergessen. Der gehört so dazu zur CSU, dass er, wenn ein Dankeschön gesagt wird, eigentlich der, der die Hauptarbeit macht, immer vergessen wird. Danke dir auch, Hartmut Brenner.